Hallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exos Zockt Witcher 3 Wild Hunt hier mit dem freundlichen grauhaarigen Herr Geralt. Und wir haben ja gestern einen Silberdolch erhalten, den wir ins Feuer werfen sollen, damit eine Mittagserscheinung hervorgelockt wird. Und da vorne ist das Feuer. Machen wir es mal. Gehen wir mal hier hin und benutzen das mal. Mittagserscheinungen kommen nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr raus. Jo, wir müssen meditieren. Nach Einbruch der Dunkelerscheinung. Wir gucken mal, ob wir das bis da warten müssen. Ich weiß das jetzt nicht. Ah, Mittagserscheinung. Eigentlich müsste es mittags sein. Müssen wir mal sehen, ob es reicht. Gucken wir mal. Oh ja. Mittagserscheinungen kommen nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr raus. Machen wir es kurz vor Mittag? Aha. Aha. Was hatten die für eine Zunge? Lass uns tanzen. Lass uns tanzen. Bevor ich tanze, würde ich mal sagen, gehen wir auf dieses komische Irden-Symbol. Weil ich davon ausgehe, dass wir wieder hier Irden benötigen. Wir werden hier sowas von Irden brauchen. Ja. Oh ja, wir brauchen sowas von Irden. Und ich sehe, dass ich auch was essen sollte. What? So, gehen wir mal in unseren Schutzkreis hier rein. Wenn ich mal nicht weiter weiß, mache ich einen Arbeitskreis. So, okay. Wieder ein bisschen heilen. Nochmal ein Symbol auf den Boden und kloppen wir der Dame eine. Okay. Wow. Sehr schön, dass wir zum Essen haben. Was haben wir denn? Geisterstaub, dann eine Mittagserscheinung zum Mutagen, eine helle Essenz, zerbrochene Hake, ein Deitwehen und eine Mittagserscheinungstrophäe. So, dann gucken wir erstmal mal den Items. Quest, Inventar. Was haben wir denn hier? Oh, eindeutig besser. Eindeutig besser. 21 mehr Schaden. Setzen wir mal rein. Wie sieht's denn da aus? 13. Ist jetzt nicht besser. Was zum Reparieren? Kann ich das hier so reparieren einfach? Okay, das geht so nicht. Na gut. Dann gehen wir mal wieder zu der Dame zurück. Wir haben ja die Mittagserscheinung erledigt. Hätte ich mir aber auch denken können, dass das Mittag ist bei Mittagserscheinung. Klingt doch logisch. Es ist 9.43 Uhr. Naja, so Mittag ist das aber eigentlich dann auch nicht. Ja? Mal jetzt ganz im Ernst, liebe Leute. Ja, lasst mich mal hier bitte durch. Da kommen die ganzen kleinen Hobbits an. Oh, sind die niedlich. Guck mal. So, hallo. Sei gegrüßt, Hexer. Problem gelöst. Du kannst wieder raus auf die Felder. Vielen Dank. Na. Dein Lohn. Und möge das Glück dir hold sein. Ja, danke sehr. Mann. Das war doch mal ganz nett. Du bist ein guter Mann, Geralt. Ich bin ein guter Mann. Danke sehr. Wow, Leute, die sich mal über einen Hexer freuen. Ich fall hier fast vom Ast. So, ich gehe mal auf ein bisschen auf Abstand, damit die Leute mir hier so voll quatschen. So, dann wollen wir mal sehen. Queste. Hexeraufträge. So, das Ding aus dem Sumpf. Ich denke mal, das wird noch eine Weile dauern. 25, 22, 20. Nehmen wir mal. Es ist eigentlich sehr hoch schon. 20, ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich einfach nochmal solche Quest-Dinger suchen.
Wo könnten wir denn sowas hier haben? Was ist denn da? Da ist kein Ausrufungszeichen mehr. Ihr könnt es aber trotzdem mal markieren. Vielleicht kommt da immer was nach. Schauen wir mal. Aber so tagsüber sieht es eigentlich hier regelrecht nett aus, ne? Ja. Mädel, du standst im Wege. So, benutzen wir das mal. Tatsächlich sind wieder neue Aufträge. Das heißt, ich kann immer wieder neue Aufträge hier annehmen, oder was ist los? Ist ja mal krass. Nicht MB Map. So. Kubi West. So, man wollte die Quest. Dann schauen wir mal rein. Sumpf. Keine Ahnung. Schatz suchen. Haben wir da vielleicht was Neues? Greife. Katzenschule. Blutgold. Das ist irgendwie neu. Setze deinen Hexersinn eine Spur zur Verfolgung und verborgenen Schatz. Ich glaube, das machen wir mal. Blutgold. Wo könnte das sein? 800 noch was Meter. Ich würde mal sagen, wir holen uns mal die Plötze heran. Hallo, Frau Plötze. Geht's mal hinaus auf den stolzen Rossel. Morgen ist ein neuer Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Das nennt man Erkenntnis. Das ist die kräftigste Kuh nördlich des Ponta. Sei gegrüßt. Und wenn ich einen Hexer als Schulden. Leute, Leute. So. Raus aus den Dörflingen. Also so tagsüber sieht es hier gerade angenehm aus. Ja? Einfach mal so ein bisschen Sonnenschein. Ja? Das sieht wirklich nett hier aus. Hat ein bisschen was vom Fließtal hier in Berlin. Ja? Gerade so von der Optik. Hier vereinzelte Bäume. Jede Menge so Bodenvegetation. Ja? Und Wasser. Hm? Oh, hier solche Seitenwässerteile hier so auf dem Boden. Ja? Solche Pfützen und solche Geschichten. Ja? Das ist nett. Gibt dann schon ordentlich was her. Eigentlich könnte ich auch ein bisschen schneller reiten. Machen wir das mal. Und der Gerald ist hier am Reiten durch die große weite Welt. Ob's gelege, Novigrad, er ist unterwegs. Ja. Aha. Incoming Enemy. Ja. Zücken wir mal unser Schwertchen. Ein Süffling. Noch ein Süffling. Der will nicht so ganz sterben. Ich kann's ja verstehen. So, okay. Da ist noch einer. Machen wir den auch mal. Okay. So, mal schauen. Was haben wir denn hier für Loot? Hirne, Monsterzungen. Jo. Ertrunkene Zungen, noch mehr Zungen und so ein Zeug. Ist nicht verkehrt. 200 noch was. Er schickt mir eindeutig hier so die halbige Sumpflandschaft. Das ist schon ganz praktisch, wenn ich hier Dingens, also meine Plätze da stehen gelassen habe. Weil, ja, jo, der ist Level 18. Na, komm mal her. Okay, so, den haben wir auch. Spitzwegerich, Giftextrakt, Herzogswasser und so weiter. Ich werde mal gucken, ob ich hier vielleicht irgendwas rumliegen sehe. Nö. Eine Balliste. Das ist ziemlich groß, aber die sieht defekt aus. Wer weiß, was hier mal belagert wurde. Ich schätze mal, das hat eine Menge dann hier mit der Hintergrundstory des Landes zu tun. Es gibt ja auch irgendwie anscheinend auch Bücher zu The Witcher. Also für Leute, die sich da noch etwas mehr interessieren, mal so als kleiner Tipp. Ja, könnt ihr ja mal die Bücher lesen. Halt, was ist da? Das sieht verdächtig aus.
Aha, Blutgold. Kopfjäger. Das ging jetzt aber verdammt schnell. Also, da ist auch noch was. Wo geht das lang? Da ist auch noch mal so eine Spur. Keine Ahnung. Aha. Wir haben sozusagen von der anderen Seite aufgezäumt gefunden. Ist ja auch mein Ding. Okay. Gut, okay. Wir schauen mal nach, was das neue Equipment bringt. Inventory. Plus 1. Stahlwaffe. Es ist besser. Nehmen wir's. Bam. Danke sehr. Wir bleiben sozusagen damit auch im orangenen Bereich. Das orangene Bereich der Klamotten. So, schwere Rüstung. Okay, das nehmen wir natürlich dann nicht als Equipmente. Dann schauen wir mal. Quests. Was habe denn dafür noch die Quests? Ich glaube, da ist nicht mehr viel. Nebenquests. Das ist die ganze Spielerei. Mehrere Orte auf der Fährte. Ja, da müssen wir dann definitiv irgendwo mal weiter. Hexerqueste aus dem Sumpf. Wir könnten ja trotzdem mal gucken, einfach mal die Level 20 einfach mal annehmen. Mehr als sterben geht ja nicht. Machen wir das mal. Jetzt hat es mich ein bisschen neugierig gemacht. 1000 sowieso 200. Oh, da ist ein Totenschild. Denke ich doch ein bisschen schwer. Gut, wir können aber mal gucken. Vielleicht finden wir hier noch eine andere... Monsternest. Was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Galgenhügel. Irgendwo müsste doch theoretisch... Hier ist doch noch ein Ausrufungszeichen. Zum Beispiel verfügbare Quest. Was habe ich denn bei mir in der Nähe noch? Hier ist auch noch eine Quest. Ihr könnt ja direkterweise mal dahin reiten. So theoretischerweise. Und dann mal schauen. Machen wir das mal. Wir laufen erstmal aus dem Sumpf raus und dann satteln wir auf. Gucken wir uns das mal an. Boah, jede Menge Ertrunkenen. Ja, ich ignoriere euch einfach mal. Verdammt. Oder auch nicht. Okay, ihr wollt's wissen, wisst ihr was? Ich wollte ja euch in Ruhe lassen, wisst ihr? Aber wenn ihr so aufdringlich seid, ja, habt ihr Pech gehabt. Ja? Ja, ihr hättet ja einfach mal weitermachen können. Ja? Oh nein, ihr musstet ja unbedingt. Ja? Das verstehe ich nicht. Ja? So. Ich bin ja manchmal so ein bisschen nett, aber wenn ihr dann doch so sehr reizt, dann müsst ihr natürlich auch mit den Konsequenzen leben. Ja? Mal ganz im Ernst hier. Was ist mit denen hier los? Achso, die sind nur happy, weil der Vieh weg hier ist. Okay. Meter. Das kann ich auch direkterweise so laufen. Jetzt brauche ich auch die Plätze nicht mehr auspacken. Ja. Ich wollte mal sagen, das Silber war für das Tierchen ganz schön lecker. So, nehmen wir das mal auf. Incoming New Challenger. Noch ein Ghoul. Okay. Naja, ist vielleicht auch nicht verkehrt. So kriege ich dann immer irgendwelchen Loot. Einfach so zwischendurch. Als wenn ich immer mit der Plötze unterwegs wäre. Dann müsste ich aufsteigen, absteigen. Ja, versteht schon, was ich meine, ne? Also so ist zumindest wesentlich mehr Zeug, was man mitnimmt. Das Wasser sieht aber tagsüber ganz nett aus hier, auch wenn es ziemlich nass ist. Ein kleines Tierchen. Level 4. Der auch noch nicht genau weiß, wo er lang will. Aber mit Level 4 ist natürlich keine wirkliche Gegenwehr zu erwarten. Zeit zu sterben.
Okay. Na? So, ganz viel Zeug. Danke sehr. Weiter geht's. Mhm. Da vorne ist wieder ein Target. Ein potenzielles. Jo, der hat's gar nicht mal wirklich mitbekommen. Oder? Ach, da ist noch einer. Okay. Oder war es der gleiche? Nö, doch, war der gleiche. War nur einer anscheinend. Schöner blauer Himmel. Naja, nicht ganz. Ein bisschen wölklich ist da, aber da hinten sieht es blau aus. Hm, ja. Wow. Mal echt tolles Wetter hier. Ich bin erstaunt, in diesem Spiel mal tolles Wetter zu haben. Ich flippe gleich aus vor Freude. Wir haben hier tolles Wetter. Sind wir hier wirklich noch im Witcher 3? Ich weiß es nicht. Könnte natürlich sein, dass wir jetzt mittlerweile in einem ganz anderen Spiel sind. Diablo 2 zum Beispiel. So. Der König hat sie festgelegt, nicht ich. Hast du Interesse an einem Passierschein? Hier gibt es die billigsten. Mhm. Was kosten sie denn? Das war gerade sehr wortlos. Was? Dafür könnte ich mich als Radovid verkleiden und eine vergoldete Kutsche kaufen. Was soll ich machen, wenn du es dir nicht leisten kannst? Nein, danke. Hey, halt mal! Ich hätte vielleicht etwas Arbeit für dich. Wenn du die gut machst, gehe ich mit dem Preis runter. Mhm. Was für Arbeit? In der Nähe, ein Stück im Südosten, hat mein Schwager sein Geschäft. Er reinigt mit seinen Leuten die Schlachtfelder. Leider hat er dauernd Ärger mit diesem Geschmeiß. Du weißt schon, Monster, die von Leichen angezogen werden. Aha. Beschütz ihn. Dann kriegst du einen hübschen Rabatt. Einen hübschen Rabatt. Mhm. Anscheinend will er den Auftrag ohne machen. Na gut. Mal sehen, was ich tun kann. Mhm, okay. Falsche Papiere. Quest verfolgen. Finde heraus, was der Schwager des Passierscheinsfälscher braucht. Okay, schauen wir mal nach. Mhm. Ghule! Ich hab mir in die Hose gepisst. Noch ein Ghul? Okay. Hey, du da, komm her. Ja, ja, ich bin gleich da. Will erstmal kurz noch meine Ghule hier entsorgen. Das ist der Albin Hart. Was gibt's? Arbeit für dich. Aha. Du siehst mir wie ein Hexer aus. Ja, ist er auch. Ja, ja, ist ein Hexer. Ich will, dass meine Männer ihre Arbeit unversehrt verrichten können, mhm. Aber ständig kommen uns diese Leichenfresser in die Quere. Ja, machen sie. Beseitige sie, dann kriegst du was ab. Dann kriege ich was ab. Jo, können wir ja mal machen. Abgemacht. So, abgemacht. Sehr schön. So, jetzt müssten die Viecher hier irgendwie erscheinen. Wo bleiben sie? Hallo, Herr Viecher. Da kommen sie schon an. Götter! Götter! Jo, dann mal ran ans Schlechte. Genau! Ghule, 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 yeah, yeah, yeah. Ghule, yeah, yeah, yeah. Ganz schön viele coole Ghule. Ist wie bei Fall of War, da habe ich ja auch nur Ghule gehabt ohne Ende. Hm, Ghule ohne Ende. So, Ghoul-Extraktor. Und noch mehr. Noch mehr Ghoul-Zeug. So, wie sieht's denn da hinten aus? Da ist mal der NPC. Jo. Noch mehr. Lasst mich doch mal hier durch. Ich bin Herr Geralt von Dr. Arzt. Ah. Was jetzt, du Stück Dreck? Ja, das weiß der Ghoul noch nicht.
Der Ghoul hat doch keine Ahnung. Der ist neu hier. So, wie viel ist denn jetzt noch? Ja? Was los? Ja. Was kommt jetzt an? Na? Aha. Aha, eine Moder out. Oh, die explodiert. Ah, weg hier. Die Moder heute explodieren ja. Das ist ja das Problem dabei. Okay. So, wo ist das andere Teil? Danke sehr. Da hinten war die Moderhaut. Und die haben wir auch entsorgt. Ja, hier haben wir nochmal Ghule. Genau. Noch ein Ghoul. Mein Schwert gibt langsam nach. Das ist ein bisschen schlecht. Das heißt, ich müsste langsam wieder mal um eine Schwertreparatur kümmern, ja? Ganz wichtiges Ding. So, wie lange brauchst du denn jetzt hier noch eigentlich? Mein Rückgrat bricht gleich in zwei. Gute Arbeit, Hexer. Mhm. Hier ist der Lohn für deine Mühen. Okay. Sehr schön. Gut. Kohle, Kohle, Kohle gibt es. Jede Menge. Makabre Ernte. Quest abgeschlossen. Erhaltene Erfahrungspunkte 50. Kronen auch 50 erhalten. Ja. Und neue Quest gegen neuen Gegenstand halten. Nochmal 50. Ah, Quest aktualisiert. Falsche Papiere. Gut. Wir sehen uns dann morgen wieder in alter Frische. Ich wünsche euch erstmal so einen recht schönen Tag und ich gehe mal von Albin Hart weg, damit ich einfach ein bisschen Ruhe habe, wenn wir dann morgen einsteigen, dass wir direkterweise mit etwas Ruhemoderation anfangen können. Und wie ihr seht, es fängt sowieso an zu regnen. In dem Sinne, ciao, ciao, bye, bye und cheerio.